Im zweiten Film meines Kurses über die offenen Forderungen am Jahresende, also die Forderungen, die am Jahresende noch nicht bezahlt wurden, behandle ich diejenigen Forderungen, wo ich schon relativ sicher weiß, wie viel Prozent dieser Forderungen, also welcher Anteil, mir verlustig geht. Für dieses Verlustiggehen muss ich so Art Rücklagen bilden und das schaue ich mir jetzt auch gleich an. Eine Einzelwertberichtigung ist immer dann vorzunehmen, wenn man schon nähere Infos hat und den Anteil des Forderungsausfalls einschätzen kann. Beispiel: Man weiß, ein Kunde, dem man eine Rechnung geschickt hat, die er noch nicht beglichen hat, der hat Insolvenz angemeldet. Man hat vielleicht auch schon einen Brief vom Insolvenzverwalter bekommen und kann ungefähr abschätzen, wie viel man von der Forderung noch bekommt. In dem Fall ist die Einzelwertberichtigung Vorschrift. Das heißt, ich muss den Ausfall für jede einzelne Forderung, die das betrifft, also jede Forderung, die ich gegenüber diesem einen Kunden habe, einzeln abschätzen, wie hoch da der Ausfall ist. Die Abschätzung des Ausfalls findet in der Regel auf Grundlage langjähriger kaufmännischer Erfahrung statt. Hat man den Ausfall abgeschätzt und den Betrag ermittelt, wird eine Einzelwertberichtigung auf die einzelne Forderung gemacht, und zwar nur auf den Nettopreis. Aber eine Korrektur der Umsatzsteuer findet immer noch nicht statt. Als Buchführungsneulinge können wir natürlich so eine Abschätzung noch nicht selber vornehmen und deswegen ist sie in Klassenarbeiten und Prüfungsaufgaben immer mit angegeben, welcher Anteil in die Einzelwertberichtigung eingestellt werden soll. Und danach könnt ihr richtig buchen. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir haben diese Rechnung an einen Kunden geschrieben, haben gehört, dass der Insolvenz angemeldet hat und diese Rechnung bereits mit dem kompletten Bruttobetrag in die zweifelhaften Forderungen umgebucht. Und jetzt haben wir einen Brief bekommen vom Insolvenzverwalter, dass ungefähr 60% des Betriebsvermögens ausreicht, um die Gläubiger zu bedienen. Das heißt, wir können den Ausfall auf 40% schätzen. Also nehmen wir eine Einzelwertberichtigung vor, und zwar nur auf den Nettoanteil. Wenn wir so eine Rechnung vorliegen haben, können wir den einfach zusammenrechnen. Das sind hier 1700 Euro. In vielen Prüfungsaufgaben wird oft der Bruttobetrag angegeben und da muss der Nettobetrag erst herausgerechnet werden. Und das dürft ihr nie vergessen, weil da macht ihr die schönsten Fehler rein. Das ist schon mal die erste Hürde, an die zu denken ist. Und das ist eigentlich keine große Hürde, außer man vergisst es. Und das ist der Hauptfehler, dass man das ständig vergisst. In Prüfungen kann eine Aufgabe dann zum Beispiel so aussehen. Es bestehen zweifelhafte Forderungen in Höhe von 1915 Euro. Ich weiß, wir haben jetzt gerade eben die Rechnung gesehen und wissen, dass der Nettopreis 1700 Euro insgesamt beträgt. Aber es kommt sehr oft vor, dass wir den erst berechnen müssen. Und das zeige ich euch jetzt gleich Schritt für Schritt. So, und jetzt kommt, das ist kein Witz, eine Aufgabe, die habe ich so ähnlich schon mal in einer Prüfung gesehen. Und zwar steht hier, 9 Siebzehntel des Nettopreises werden mit 7% Mehrwertsteuer besteuert. Und 8 Siebzehntel mit 19% Mehrwertsteuer. Stellen Sie 40% der Forderungen als Wertberichtigung ein. Der Arbeitsauftrag lautet also, nehmen Sie die Wertberichtigung vor. Bevor wir das aber tun können, brauchen wir den Nettobetrag der Forderung. Diese 1915 Euro, das ist der Bruttobetrag der Forderung. So, im nächsten Satz sehen wir müssen uns an die Mittelstufenmathematik erinnern. Damals haben wir sehr viel mit x und y gerechnet. Und wir müssen jetzt auch mal ein paar Variablen definieren, Gleichungen aufstellen und ineinander einsetzen. So, fangen wir mal an mit Variablendefinition. Wir schreiben erstmal auf, x, das ist der Nettopreis für Waren, die mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden. Y ist der Nettopreis für Waren, die zu 19% Mehrwertsteuer besteuert werden. Und den Nettopreis selber, den kürzen wir auch noch ein bisschen ab. Ich würde ihn jetzt nicht ausschreiben.
So, und jetzt können wir mal anfangen, Gleichungen aufzustellen. Das Erste, was mir persönlich einfällt, ist, dass x plus y gleich der Nettopreis ist. Also wenn ich die zwei zusammenzähle, kriege ich den Nettopreis. Dann überlege ich mir als Zweites, auf das x kommen 7% drauf. Das heißt 1,07 mal x, also das hier insgesamt, das ist der Bruttopreis aller Waren, die mit 7% Mehrwertsteuer besteuert werden. Plus, ja, und auf y, da kommen 19% drauf, also muss ich entsprechend 1,19 mal y nehmen, dann habe ich den Bruttopreis. So, jetzt habe ich diese beiden Bruttopreise und die ergeben zusammengezählt 1915 Euro. Und damit ist auch die zweite Gleichung erklärt. So, und dann können wir aus dem zweiten Satz hier oben noch rauslesen. X ist gleich 9 Siebzehntel mal netto und y ist gleich 8 Siebzehntel mal netto. Ja, und die zwei hier unten können wir in die obere Gleichung einsetzen und dann haben wir nur noch eine Variable und das ist diese Nettovariable. Das sieht jetzt kompliziert aus, ist es aber nicht. Also wenn ihr mal eure alten Schulbücher nehmt und solche Textaufgaben macht, das ist im Grunde genommen genau das Gleiche, nur jetzt auf kaufmännisch. Ja, jetzt kann ich das alles zusammenzählen. Und ich komme auf einen Nettopreis von 1700 Euro. Ja, jetzt war ich ein bisschen vorschnell. 1700 Euro. Und davon jetzt 40%. Das rechne ich jetzt nicht nochmal extra vor. Ich denke mal, das kriegt ihr alle hin. Also 40 Euro von 1700 Euro, das sind 680 Euro. Und damit kann ich schon den Betrag der Buchung bestimmen und eintragen. Ja, und jetzt muss ich nur noch zwei Konten heraussuchen. Und ihr seht auch schon an der Farbe, das Ganze wird eine Aufwandsbuchung. Also, es soll ja eine Wertberichtigung sein, genauer gesagt eine Einzelwertberichtigung, weil die ist ja Vorschrift. Wenn es geht, mache ich eine Einzelwertberichtigung. Jetzt gucke ich mal im Kontenplan nach, ob ich ein entsprechendes Konto finde. Für die Sollseite brauche ich erstmal ein Aufwandskonto. Also, ich scrolle mal runter in die Kontenklasse 6. Ja, das muss ich ein bisschen suchen. Ich werde hier unten fündig und zwar hier steht 6952 Einstellung in Einzelwertberichtigung. Das sieht doch gut aus. Jetzt brauche ich noch ein Gegenkonto aus dem Bestandsbereich und das verrate ich euch jetzt. Das ist die Kontenklasse 3. Das ist jetzt unser erstes Konto der Kontenklasse 3. Und das finde ich hier unter 3.6 Wertberichtigungen. Und zwar nicht zu Sachanlagen und auch nicht zu Finanzanlagen, sondern zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen. 3.6.7.0. So, und jetzt habe ich meine Buchung fertig. Die fertige Buchung lautet somit Einstellung in Einzelwertberichtigung an Einzelwertberichtigung zu Forderungen, 680 Euro. Die Buchung ist somit fertig und wir haben zum ersten Mal ein Konto der Kontenklasse 3 angesprochen. Die Kontenklasse 3 steht unter der Überschrift Eigenkapital und Rückstellungen. Und ich hatte schon sehr früh angedeutet, dass die Merkregel, ein Bestandskonto im Haben gebucht, schlecht für uns ist. Das ist es in der Regel auch, aber dass es da Ausnahmen gibt. Und das ist genau diese Kontenklasse, Eigenkapital und Rückstellungen. Wir merken uns also, alle Konten aus der Kontenklasse 3 im Haben, die sind gar nicht so schlecht. Darauf werde ich später immer mal wieder eingehen. Ich denke mal, das war jetzt genug Inhalt in diesem Film. Jetzt kommt noch eine kleine Übungsaufgabe, die ich vorstelle. Die wird wesentlich leichter sein als dieses Einführungsbeispiel. Der Blumengroßhandel hat neben den 1915 Euro zweifelhaften Forderungen noch andere Forderungen
für die eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 50% eingestellt werden soll. Die Bruttohöhe, die ist angegeben für diese Forderungen und Obacht, das sind jetzt ganz normale Forderungen. Überlegt euch mal, ob das eine Rolle spielt. Und der Mehrwertsteuersatz beträgt 19%. So. Da braucht ihr jetzt kein Gleichungssystem aufstellen und auch keine Variablen definieren. Das ist eine ganz einfache, direkte Rechnung. Ihr geht am besten wie folgt vor: Erst Nettopreis bestimmen, dann den Anteil von 50% und den einfach einstellen. Die Lösung kommt im nächsten Film.